In diesem Video zeige ich euch, wie ihr in letzter Sekunde noch schnell mit normalem Büropapier Umschläge, Schalen und Boxen für Geschenke falten könnt. Hallo und herzlich willkommen bei Diktum. Was? Schon wieder Weihnachten? Nein, ganz so krass ist es nicht, aber viele kennen es vielleicht, sie haben an die Geschenke gedacht, haben aber vergessen, Geschenkpapier zu besorgen. Oder man möchte zum Beispiel selbstgestrickte Socken verschenken, aber die lassen sich immer so ein bisschen schwierig einpacken. Anderes Thema sind zum Beispiel auch Gutscheine. Diktum-Gutscheine sind immer eine gute Idee. Oder auch Postkarten oder Geldgeschenke und man hat kein schönes Kuvert dafür. Oder man möchte zum Beispiel Plätzchen verschenken und braucht dafür eine Schale. Wir zeigen euch in dem Video drei Möglichkeiten, wie ihr erstens kleine Kuverts aus Büropapier selbst falten könnt, dann wie man eine Schale falten kann und wie man eine Box zusammenfaltet. Alles nur mit Büropapier. Was ihr ansonsten braucht, zeige ich euch als erstes. Natürlich braucht ihr Papier. Ganz normales Büropapier, Druckerpapier, Kopierpapier im Format DIN A4 arbeiten wir hier bei den meisten Sachen. Wenn es größere Geschichten sind, vielleicht auch DIN A3. Aber im Video haben wir hier DIN A4 Papier, ganz normales weißes Papier. Ihr könnt euch aber auch natürlich Geschenkpapier im Grunde ausdrucken. Wir haben dazu ein paar Vorlagen vorbereitet, die könnt ihr euch im Werkzeugwissen-Blog herunterladen. Die sind für verschiedene Verpackungen geeignet, das seht ihr dann gleich, was man damit machen kann. Büropapier ist wirklich das Essentielle. Mehr braucht man eigentlich nicht. Wir brauchen bei einem Projekt brauchen wir quadratische Formate, also müssen wir das Papier eventuell zuschneiden. Und das geht natürlich dann am besten mit einem Cutter oder mit einem Skalpell. Ja, so ein Cutter oder so ein Skalpell. Und dann eben ein Lineal oder ein Stahllineal für den Zuschnitt, eben für diese quadratischen Bögen, die wir beim Jackson Cube brauchen. Dann hilft bei manchen Falttechniken hilft es, wenn man, man hat nur zwei Hände, eine dritte Hand hat und die kann man ersetzen, zum Beispiel durch solche Klammern oder auch durch Büroklammern. Die helfen einem einfach, Sachen in Position zu halten. Und letztendlich ein Stift und ein bisschen Kleber, um Sachen zusammenzukleben. Die ganzen Werkzeuge braucht ihr nicht unbedingt, die sind nur Hilfsmittel. Ihr kommt auch ohne aus. Im Zweifelsfall reicht wirklich Büropapier. Ihr braucht keinen Cutter, ihr braucht auch kein Lineal. Ich zeige euch nachher, wie ihr das auch ohne Cutter und Lineal und Kleber und so weiter hinbekommt. Funktioniert auch so. Ihr braucht ein bisschen festeres Büropapier. 90 Gramm ist ideal, die meisten haben 80 Gramm. Das funktioniert auch gut, ist aber bei den ein oder anderen Falttechniken ein bisschen weich, sodass es nicht ganz so schön knickt wie 90 Gramm Papier. Also wenn ihr 90 Gramm habt, ist ideal, 80 Gramm geht auch. Dann lasst uns doch als erstes mal für Geldgeschenke, Postkarten oder eben auch Diktumgutscheine ein Kuvert falten. So, für ein Kuvert im Format ca. DIN A6 markieren wir einfach einen Punkt irgendwo auf der Fläche. Es ist egal wo. Und nun falten wir die Kanten immer zu diesem Punkt hin. Also wir beginnen jetzt in dem Fall mit der kurzen Seite und falten die genau auf diesen Punkt. Also diese Kante genau zum Punkt hin falten. Ja? Und dann so knicken. Und jetzt nehmen wir die nächste Kante und falten die auch wieder zu dem Punkt hin. Und zwar so, dass die gerade gefaltete Kante genau auf der Kante noch parallel dazu anliegt, also die Ecke genau auf die Kante legen, dass das wirklich einen rechten Winkel in der Ecke gibt. So, Moment. Ja. So, die Kante ist auch geknickt. Und das machen wir jetzt reihum. Jetzt nehmen wir diese Kante und schlagen die auch wieder zu dem Punkt um. Also es ist in dem Fall wirklich dann ein Umschlag. Ja. Und auch hier wieder darauf achten, dass die Kante unten bündig ist. Und dann können wir das Ganze wieder durchknicken. So. Ja, und das Letzte ist auch klar, da wieder die Kante dann zur Mitte hinfalten. Und auch hier wieder gucken, dass die Ecken genau aufeinander liegen. So. Und dann können wir die Kante wieder knicken. So, sieht jetzt ein bisschen seltsam aus, aber das ist schon richtig so.
Damit der Umschlag eben zu bleibt, nehmen wir eben die letzte Ecke, die wir gefaltet haben, und schlagen die nach innen um. Ja. Und jetzt bleibt der Umschlag dann durch die Papierspannung von alleine zu. Ja, und jetzt ist der Umschlag ist jetzt genauso groß, dass wirklich eine DIN A6, also in etwa DIN A6 Postkarte hineinpasst. Nach dem gleichen Prinzip kann man auch einen Umschlag im rechten Winkel falten. Also nicht so schräg wie eben, sondern im rechten Winkel. Dazu auch wieder irgendwo einen Punkt auf der Fläche markieren und nach dem gleichen Prinzip wieder alle Kanten nach innen falten und darauf achten, dass immer ein rechter Winkel in den Ecken entsteht. So, und auch hier jetzt, damit der Umschlag von alleine zu bleibt, die letzte Ecke wieder nach innen umschlagen und dann den Umschlag wieder komplett zusammenfalten, wie er vorher gefaltet war. Und dann bleibt der Umschlag von alleine zu. Erstaunlicherweise hat dieser Umschlag auch wieder genau die Größe DIN A ungefähr 6, ja, also ungefähr DIN A 6, und hat die gleiche Größe wie vorher das Gefaltete. Ja, also so kann man recht einfach Postkarten und so weiter falten. Interessanterweise, wenn man jetzt ein zweifarbiges Papier hat, kann man mit dieser Falttechnik dann auch noch so eine Art Windrad-Effekt machen. Ja, angenommen, das Papier wäre jetzt innen rot und außen gelb bedruckt und man faltet es genau andersherum zusammen, dann bleiben die Ecken nach außen überstehen. Ja, auch hier, damit der Umschlag zu bleibt, wieder die letzte Ecke nach innen einklappen. Ja, so. Moment, machen wir nochmal komplett auf, also die letzte Ecke nach innen einklappen und den Rest wieder so falten, wie es vorher war. Na, so, ja, genau. So, dass eben dann die Ecken, die normalerweise innen verdeckt sind, dann nach außen vorstehen. Und wenn das jetzt zweifarbig wäre, dann, ich male das jetzt mal hier an, dann würden diese Ecken hier, die ich jetzt schraffiere, die würden sich farbig abheben vom Rest des Umschlags. Also ein zweifarbiges Papier oder ein bedrucktes Papier, einseitig bedrucktes Papier, gäbe dann einen schönen Effekt. Was mache ich, wenn ich jetzt so ein längeres Format habe, ein Briefformat oder so ein Gutscheinformat wie dieses hier zum Beispiel? Das Prinzip ist das gleiche. Ich nehme jetzt mal eines von unseren Vorlagen mit einem Motiv auf der einen Seite. Moment, wo ist es? Und jetzt hier steht Frohe Weihnachten drauf und jetzt mache ich einen Umschlag, auf dem der auf der einen Seite dieses Motiv dann zu sehen ist. Drehe das also nach außen um, lege meinen Gutschein in die Mitte, das kann dann auch leicht schräg sein. Ja, ich drehe es jetzt ein bisschen, dann tue ich mich ein bisschen leichter. Und jetzt falte ich eine lange Kante einmal über den Gutschein drüber. Und jetzt ist das Prinzip das gleiche, ich falte immer die nächste Kante wieder im rechten Winkel nach innen und schließe so reihum den Gutschein ab. Die letzte Kante, auch wieder hier, schön gucken, dass die parallel ist und damit der Umschlag dann von alleine möglichst zu bleibt, schlage ich die letzte Kante wieder, beziehungsweise die erste Kante, je nachdem wie man sieht, wieder nach innen um. Und damit der Gutschein dann richtig verschlossen bleibt, kann ich ihn zum Beispiel mit solchen Stickern noch versiegeln, also einfach so kleine Aufkleber drauf und dann ist auf der einen Seite der Gutschein durch die Aufkleber verschlossen. Und auf der gegenüberliegenden Seite ist dann unser Motiv, unsere Motivvorlage zu sehen. Anstelle so eines Stickers könnt ihr natürlich auch ein farbiges Klebeband oder gemustertes Klebeband nehmen. Die gibt es im Schreibwarengeschäft oder im Bastelbedarf. Oder wer hat, kann natürlich auch ein Siegel draufsetzen mit Siegellack und dann ein Siegel. Das kommt vor allen Dingen bei dieser Variante, die an einem Punkt zusammenkommt, super gut. Dann habt ihr ein sehr stilvolles, individuelle Verpackung für eure Geld- oder auch Gutscheingeschenke. Ja? Aber was ist, man hat ja nicht nur immer Gutscheine zu verschenken, sondern man hat zum Beispiel auch mal, gerade jetzt vor Weihnachten, Plätzchen zu verschenken. Oder man geht zu einer Party und bringt Snacks mit, hat aber nicht genügend einzelne Schalen, um jetzt zum Beispiel Chips, Flips und Erdnüsse getrennt voneinander anzubieten. Auch dafür könnt ihr euch aus Papier, aus normalem Büropapier, auf die Schnelle in letzter Sekunde
eine kleine Schale falten. Auch für die Schalen ist wieder DIN A4 unser Ausgangsformat. Wir falten das Papier zuerst zweimal in der Mitte, also einmal an den kurzen Seiten und einmal an den Längsseiten. Nun schlagen wir die gefaltete Längskante zur Mitte nach unten. Ja, entlang des ersten Knickes falten wir die Längskante senkrecht auf die zuvor gefaltete Falte, sodass ein 45-Grad-Winkel entsteht. Und das machen wir auch mit der anderen Kante. Alle Falten gut eindrücken und jetzt können wir dies aufklappen und dann haben wir zwei Kreuze, eins parallel zu den Kanten und eins diagonal zu den Kanten. Jetzt können wir dies nochmal so schräg aufeinander schlagen, dass die beiden Diagonalen auf beiden Seiten in beide Richtungen gefaltet sind. Ja, dass die wirklich deutlich werden. Und diese kurzen überstehenden Laschen, die falten wir jetzt nach oben um. Ja, so, dass die auch wieder schön parallel sind, rechtwinklig, die nach oben umfalten. Das gleiche auf der anderen Seite auch nochmal. So, wenn wir es jetzt auseinanderklappen, sehen wir, dass wir ein Quadrat haben. Und jetzt können wir diese kurzen Seiten, die wir zuletzt gefaltet haben, diese Laschen, nochmal markieren, ein bisschen verstärken, dass wir die gut sehen. Die schlagen wir jetzt zur Mitte hin um. Ja? Machen jetzt mal ein Pünktchen hin, damit man die Mitte besser sieht im Video. Auch wegen dem Licht hier ist es ein bisschen schwierig zu erkennen. Aber jetzt schlagen wir diese im zuletzt gefalteten Kanten nach innen um. Wenn wir das jetzt wieder öffnen, haben wir hier 6 Streifen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Streifen. Jetzt schlagen wir die Längskanten auch nochmal in die Mitte ein. Oben und das gleiche auch nochmal unten. Damit sind alle Falten vorbereitet, die wir für unsere Schale brauchen. Jetzt können wir die Schale von innen nach außen öffnen. Und die Laschen nach innen umschlagen. Hier nochmal nach oben aufklappen und dann nach innen einschlagen. Hier geht es ein bisschen schwieriger. Das ist der Nachteil von diesem 80 Gramm Büropapier. Das ist ein bisschen weich manchmal, wenn es viel gefaltet wurde. So. Jetzt haben wir eine Schale gefaltet und die können wir auch befüllen. Zum Beispiel mit Weihnachtsplätzchen und Keksen. So, und wenn wir zwei solche Schalen haben, können wir daraus auch eine kleine Schachtel zusammenstecken. Also einfach eine als Oberteil, eine als Unterteil, die untere ein bisschen zusammendrücken und die obere darüber stülpen. Und so könnt ihr dann auch aus zwei Blatt Papier relativ schnell eine kleine Schachtel, eine Geschenkverpackung basteln bzw. falten. Aber was tun, wenn die Schachtel ein bisschen größer sein soll, zum Beispiel doppelt so groß, ja, eine Art Würfel? Das zeige ich euch jetzt am Beispiel des sogenannten Jackson Cubes. Für den Jackson Cube brauchen wir insgesamt 6 Bögen Papier. Ich nehme jetzt hier 3 weiße Bögen und 3 Bögen mit Motiv drauf. Ausgangsformat für den Jackson Cube ist immer ein quadratischer Papierbogen. Also müssen wir die DIN A4 Papiere auf ein Quadratformat zuschneiden, also auf 21 x 21. Das geht am einfachsten, wenn man einfach ein Blatt Papier dazu gekontert auflegt und sich dann den Abstand markiert und das dann mit einem Skalpell entsprechend abschneidet. Beim Zuschnitt möglichst genau arbeiten, dass wirklich quadratische Formate entstehen. Ich mache jetzt hier alle Bögen gleichzeitig, also alle 6 Bögen auf einmal.
Ihr könnt es natürlich, wenn es euch einfacher fällt, auch nacheinander schneiden. Ich zeige euch auch nachher, wie das Ganze ohne Cutter und Lineal funktioniert. Der Jackson Cube ist so genial, weil er so einfach zu falten ist. Er besteht nämlich aus 6 absolut gleichen Elementen. Dazu faltet man ein Quadrat zunächst in der Mitte, beziehungsweise man markiert sich jeweils an den Kanten nur die Mitten mit einem kleinen Knick. So, ja, das an beiden Kanten, also immer quasi oben und unten, rechts und links, dass man da eine kleine Markierung hat für die Mitte. Und dann schlägt man die Seiten jeweils zur Mitte ein. Einmal jetzt hier von oben zur Mitte, dann von unten zur Mitte, lässt das Ganze geschlossen und klappt dann die Seiten nach innen. Das ist dann das Grundelement des Jackson Cubes. Und von diesen Elementen brauchen wir jetzt insgesamt 6 gleiche, also 6 Stück brauchen wir davon jetzt. Beim Falten darauf achten, dass man nicht aus Versehen den Falz komplett über die gesamte Fläche durchzieht, sondern immer nur an den Kanten die Mitte markieren und dann die Kanten zu den Mitten hin einschlagen. Warum heißt der Jackson Cube Jackson Cube? Er ist benannt nach dem Professor und Origami-Künstler Paul Jackson. Der unterrichtet unter anderem an der Designhochschule in Tel Aviv und hat auch schon bei Diktum Kurse im Gestalten mit Papier und Papierfalten gegeben. Wie gesagt, wir brauchen genau 6 gleiche Elemente, alle nach dem gleichen Prinzip zusammengefaltet. Jetzt haben wir schon 4. Das ist jetzt das 5. Element. Und unser letztes, das 6. Element. So, das sind unsere Bausteine jetzt für den Jackson Cube. Aus diesen 6 Teilen können wir jetzt unseren Jackson Cube zusammenstecken. Wie funktioniert das Ganze? Für den Jackson Cube werden jetzt immer eine kurze Seite in eine lange Seite gesteckt. Also ein Teil, hier kurze Seite mit 1 Motiv, 1 ohne Motiv. 1 nehmen wir jetzt hier rein und stecken immer die kurze Seite in eine lange Seite hinein. Ja, also die, wo der Schlitz ist, immer so übereinander. Und das machen wir jetzt im Dreidimensionalen. Also hier wieder auch 1 mit Motiv, 1 ohne Motiv. Wieder die kurze Seite da hineinlegen und dann die so zusammenstecken. Und ihr seht, so entsteht dann ein dreidimensionaler Würfel. Das Ganze ist jetzt ein bisschen tricky, dass es zusammenbleibt. Ja? Also jetzt wieder gucken, welches Motiv man wohin packt. Jetzt wieder diese kurze Lasche in die lange Seite reinstecken, sodass die kurzen Seiten sich alle verdeckt werden, dass nachher wirklich nur die Flächen außen sind. Das ist das Grundprinzip. Das ist ein bisschen schwierig, diese ganze Ineinandersteckerei. Das braucht ein bisschen Geschick. Wer mag, kann das auch kleben, aber es hält auch ohne Kleben. Es ist meistens nur der Anfang, der etwas schwierig ist. Danach geht's dann. Ja. Tue ich hier mal eine Büroklammer drauf, dass das zusammenbleibt, tut man sich etwas leichter. Jetzt nehmen wir ein Element, wieder die kurze Seite in die Innenseite. Alle kurzen Seiten werden verdeckt. Ja, ihr seht schon, jetzt haben wir schon eine erkennbare Box. Und jetzt das letzte Teil. Bevor ich das aufstecke, entferne ich die Büroklammer und stecke jetzt das letzte Teil dort innen rein. Ja, das Ganze noch ein bisschen zusammendrücken. So, jetzt haben wir einen geschlossenen Würfel und auf den Außenseiten haben wir unsere Weihnachtsmotive. Dieser Würfel hält komplett ohne Klebstoff. Ich hatte euch ja versprochen, dass ich euch zeige, wie man auch komplett ohne Cutter und Klebstoff oder Lineal auskommt. Für das Zurechtschneiden, sagen wir, der quadratischen Formate nimmt man ein Blatt Papier
und faltet es diagonal zusammen, also dass die kurze Seite auf der Seite, auf der langen Seite genau anliegt, faltet man es einmal diagonal zusammen. Möglichst genau arbeiten, dass die Längskante und die kurze Seite wirklich genau parallel aufeinander liegen. Und dann klappt man diesen Überstand, dieses kleine Rechteck, was da steht, nach oben um. Das ist das, was zu viel ist. Das muss weg und schlägt es allen dann eben gut durchfalzen, schlägt es nochmal zur Gegenseite um, feuchtet es ein bisschen an und dann kann man das Papier einfach an der Stelle reißen und man hat genau einen quadratischen Papierbogen. Nun möchte ich euch noch eine Variante oder Varianten beim Jackson Cube zeigen. Das mit der Mitte markieren ist nicht unbedingt wichtig. Ihr könnt auch einfach ungefähr in die Mitte hineinfalten. Ja? Das quadratische Format gibt euch quasi das Endformat des Elementes vor. Also jetzt habe ich hier zum Beispiel einfach in die Mitte in etwa gefaltet, habe sie nicht genau getroffen und schlage auch jetzt diese Laschen, die nachher da sind, einfach ungefähr in die angenommene Mitte ein. Und ihr werdet sehen, Moment, gleich sind wir soweit. So, das alles jetzt einfach nach Augenmaß jeweils zur Mitte gefaltet. Und ihr seht, es entsteht wieder ein Quadrat, das genauso groß ist wie vorher. Und mit diesen Elementen kann ich auch einen Jackson Cube zusammenstecken. Also ich muss die Mitte nicht markieren. Ich markiere mir jetzt aber das Teil, weil jetzt zeige ich euch eine andere Variante des Jackson Cube, mit der man einen sehr interessanten Effekt machen kann. Dazu brauche ich aber dann wieder 6 exakte Teile. Die falte ich jetzt nochmal schnell zusammen. Jetzt habe ich wieder 6 Elemente, aus denen ich einen normalen Jackson Cube zusammenstecken könnte. Ich will jetzt aber was Besonderes machen. Und zwar knicke ich jetzt an 3 von diesen Elementen die Ecke, wie hier zu sehen ist, ein. Also ich schlage eine Ecke so im 45-Grad-Winkel nach innen, klappe sie auf und schlage sie nochmal nach innen um. Ja, so, dass die Ecke sich nach innen falten lässt. Also, ich zeige es euch nochmal hier, diese Ecke, sodass ein 45-Grad-Winkel an dieser Ecke hier entsteht. Immer schön gucken, dass die Ecken möglichst spitz raus sind. Und das mache ich jetzt an 2 weiteren Elementen genauso. Die Ecke so nach innen einklappen. Und mit diesen 3 Grundelementen, mit den Ecken jetzt, kann ich anfangen, den Jackson Cube wieder wie gewohnt zusammenzustecken. Also immer die kurzen Seiten in die langen Seiten einstecken. Hier nochmal ein bisschen näher dran. Die Ecken lappen übereinander. Also einmal ringsum stecken die Ecken ineinander. Und so kann ich jetzt fortfahren und den Jackson Cube eben zusammenbauen. Genau wie vorher immer die kurzen Seiten in die langen Seiten einstecken. Jetzt kann ich die Büroklammern wieder entfernen und das letzte Element dann wieder einstecken. Wenn ich jetzt ein Geschenk reintun würde, würde ich jetzt zum Beispiel das in die Box reinlegen. Alles nochmal schön zusammendrücken. So, und jetzt habe ich hier unten die Ecke. Das ist ein dekoratives Element, aber ich kann dann die Box auch auf die Kante stellen. Das Ganze können wir dann auch noch kombinieren mit unseren Aufdrucken, mit unseren selbstgedruckten Geschenkpapieren, sodass dann, wenn der Würfel nachher senkrecht steht, oben die Motive zu sehen sind. So bekommen wir als Geschenkverpackung eine Art Skulptur. So, das letzte Teil hier nochmal einstecken und jetzt dann das Geschenk rein und das Ganze dann verschließen und zusammenstecken. Den letzten Cube, den wir jetzt hier gemalt haben, den können wir als Basis nehmen, ja, für unser
einen zweiten Cube, der hat ja auch die Ecke drin und den können wir genau oben drauf stellen. Durch die Ecken passen die genau ineinander. So kann man mehrere Cubes mit diesen Ecken aufeinander stapeln. Wir haben das mal gemacht in so einem Papierfaltkurs. Da haben wir, glaube ich, 9 oder 10 Stück aufeinander bekommen, bevor der Turm umgefallen ist. Das ist sicherlich eine sehr ausgefallene Geschenkverpackung. Der Jackson-Würfel ist ideal für weiche Sachen. Ihr könnt aber auch zum Beispiel Holzwolle reintun und dann Schmuck oder sowas drin verpacken. Die ganzen Schritte, wie man den Cube faltet, wie man die Umschläge macht oder auch diese Schalen, könnt ihr natürlich in unserem Werkzeugwissen-Blog nachlesen. Da haben wir dann auch Zeichnungen hinterlegt, wo ihr das Schritt für Schritt nochmal genau sehen könnt, welche Kante wohin gefaltet werden muss. Also alles nachvollziehbar. Und ihr findet natürlich dann auch diese Vorlagen zum Ausdrucken im Werkzeugwissen-Blog zum Downloaden. Jetzt hoffe ich, dass wir euch die gerettet haben mit unseren individuellen Geschenkverpackungen. Schreibt uns doch in die Kommentare, was ihr da drin verpackt habt und wie die Geschenke angekommen sind. Ansonsten bleibt mir noch zu sagen, wenn euch der Film gefallen hat, abonniert den Diktum YouTube-Kanal, lasst uns einen Daumen nach oben da, bleibt gesund, kommt gut ins neue Jahr und bis zum nächsten Mal bei Diktum.